Ein Flugzeug fliegt mit 250 Kilometer pro Stunde. Dabei weht ein Seitenwind von 50 Kilometer pro Stunde. Frage: Wie groß ist die resultierende Geschwindigkeit gegenüber dem Boden? Das Flugzeug fliegt also mit dieser Geschwindigkeit V1 von 250 Kilometer pro Stunde. Der Seitenwind bläst mit der Geschwindigkeit V2 von 50 Kilometer pro Stunde. Die Gesamtgeschwindigkeit ist also die vektorielle Summe von V1 und V2. So. Und was wir suchen, ist die Länge von diesem Geschwindigkeitsvektor. Wir suchen also V, Geschwindigkeit, die wir in Kilometer pro Stunde ausdrücken. Wir erkennen sofort, dass dieses Dreieck ein rechtwinkliges ist, indem der Lehrsatz des Pythagoras ergibt, dass die Hypotenuse gleich ist zur Quadratwurzel der Summe der Quadrate von den beiden Katheten V1 und V2. Wir ersetzen V1 durch 250 und V2 durch 50. Und so erhalten wir, die Geschwindigkeit beträgt ungefähr 254,95 Kilometer pro Stunde. Und das ist die Endantwort auf die gestellte Frage.